Mein Name ist Cornelia und gemeinsam mit meiner Schulkollegin Nathalie lese ich euch aus dem Buch Nur mit der Bär von Stefan Slupetzky vor. Nurmi war ein junger Bär. Bären können ziemlich groß werden. Aber der größte Bär von allen war Nurmi. Bären können auch ziemlich neugierig sein. Aber Nurmi war von allen der Neugierigste. Er wollte viele Abenteuer erleben. Ade, brummte Nurmi. Wünscht mir viel Glück. Alles Gute, Nurmi. Gib Acht auf dich, riefen seine Freunde. Eines Tages kam Nurmi in das Menschenland. Dort gehörte alles den Menschen, sogar die Bienen. Aber das war Nurmi egal, denn er war auch der hungrigste Bär von allen. Also aß er Honig, so viel er konnte. Bestens, brummte Nurmi, hier bleibe ich. Nurmi mochte die Menschen. Sie sahen so lustig aus, mit ihrem kleinen Pelzchen auf dem Kopf. Bei ihnen gab es die köstlichsten Lammkeulen, die frischesten Hühnereier, die süßeste Kuhmilch. Außerdem ärgerten sie sich so leicht. Und weil Nurmi auch der frechste Bär von allen war, liebte er es, den Menschen Streiche zu spielen. Einmal hängte er 3 Fahrräder in den Apfelbaum. Ein Fremdling, ärgerte sich die Menschen, als sie den Baum sahen. Das war sicher ein Fremdling. Und 3 Jäger packten ihre Flinten aus. Ein anderes Mal fand Nurmi 5 Wäscheleinen voll mit bunter Wäsche. War das lustig, die Wäsche fliegen zu lassen? Ein Ungeheuer, riefen die Menschen, als sie am Morgen die Wäsche nicht mehr fanden. Wir müssen es zur Strecke bringen. Und 5 Jäger putzten ihre Gewehre. Ein drittes Mal warf Nurmi 7 Hühnerleitern in den Teich. Ein Bär, brüllten die Menschen, als sie das sahen. Nur ein Bär kann so stark sein. Und 7 Jäger luden ihre Waffen. Sie wollten Nurmi unbedingt erwischen. Sie schossen gerne, die Jäger. Als man den Herbst schon spürte, begann Nurmi traurig zu werden. Er wurde immer trauriger. Nurmi war der traurigste Bär von allen. Lange saß er auf seinen Lieblingsaussichtsfelsen und dachte nach. Ich hab's, brummte er schließlich. Ich bin einsam. Ich habe Heimweh. Da beschloss Nurmi, heimzugehen. Aber vorher wollte er sich noch verabschieden. Bären können ziemlich mutig sein, aber Nurmi war der Allermutigste. In der Nacht schlich er mitten ins Menschendorf. Dort setzte er den Bürgermeister einen großen Haufen vor die Tür. Dann brüllte er das allerlauteste Bärenbrüllen und rannte los. Bald waren 20 wütende Jäger hinter ihm her. Im Morgengrauen erschossen die Jäger den Bären. Sie waren sehr stolz drauf. Sie lachten und grölten und tranken Schnaps. Und sie merkten gar nicht, dass sie einen ausgestopften Teddybären erlegt hatten. Nurmi aber, der klügste Bär von allen, war längst auf dem Heimweg. Im frühen Winter kam Nurmi nach Hause. Seine Freunde hatten schon mit dem Winterschlaf begonnen. Nurmi setzte sich leise neben ein Bärenmädchen. Sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Er legte seinen Kopf auf ihren Kopf. Seht doch, Nurmi ist wieder da, raunte irgendwer. Sch, sch, flüsterte Nurmi. Lasst mich jetzt. Er war der verliebteste Bär von allen.